Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spielideen für zu Hause, Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Dein Baby kann laufen. Herzlichen Glückwunsch! Das ist eine sehr aufregende Zeit für die Eltern und das ist der wichtigste Meilenstein in der Entwicklung deines Babys. Laufen lernen. Dein Baby macht den ersten Schritt Richtung Unabhängigkeit und du wirst es staunen, wie schnell es sich weiterentwickelt. Es wird in ein paar Monaten nicht nur laufen, sondern bereits rennen können, weglaufen können, versuchen zu hüpfen und sich weiterentwickeln. Auch bei uns war das sehr aufregender Moment, als Andreas angefangen hat zu laufen. Der war circa 14 Monate alt und zum Glück waren wir alle zu Hause. Und plötzlich lernt er aus einer Hockenposition sich aufzurichten und freistehen. Und kaum verläuft eine Minute, macht er bereits seine ersten Schritte. Der war sehr, sehr stolz, man konnte es an seinem Gesicht ablesen. Der war sehr stolz auf sich, wir waren auch sehr stolz auf ihn und wir waren sehr begeistert, diesen Moment festzuhalten und wir waren sehr froh, dass wir alle das beobachten konnten. Inzwischen rennt er richtig schnell und manchmal denke ich tatsächlich an die Zeiten, wo er noch nicht so mobil war, wo das etwas einfacher war, mit zwei Kindern unterwegs zu sein oder spazieren zu gehen. Inzwischen rennen sie einfach in verschiedene Richtungen. In diesem Video zeige ich dir ein paar Übungen, die diese Entwicklung, diese wichtige Entwicklung im Leben deines Kindes unterstützen und Freude am Laufen wecken. Das sind PKIP-Übungen. Ich habe bereits einige Videos zu PKIP-Übungen gemacht, die werde ich in der Infobox verlinken, falls dein Baby etwas jünger ist und noch nicht laufen kann. Aber dort findest du auch solche Videos wie PKIP-Lieder, welche PKIP-Lieder haben wir in den PKIP-Kurs gesungen. Vor allem jetzt ist es aktuell, wo alles eigentlich zu ist und man gar keinen Kurs besuchen kann, kann man mit deinem Baby zu Hause PKIP üben, auch PKIP-Lieder singen und es sind ein paar Ideen zu einem selbstgebastelten Spielzeug, was du auch sehr oft in PKIP-Kursen sehen wirst. Also den Link zu diesem Playlist hinterlasse ich in der Infobox, da kannst du nachschauen, wenn du Interesse hast. Und wir fangen mit den Übungen an, die du deinem Kind anbieten kannst, wenn es angefangen hat zu laufen. Für dieses Spiel benötigt ihr einen Ball. Zeigt eurem Baby, wie ihr mit dem Fuß gegen den Ball tritt. Nun ist euer Baby dran. Wahrscheinlich läuft euer Baby am Anfang etwas tapsig zu dem Ball, macht kurz davor einen größeren Schritt und versucht, dagegen zu treten. Dabei kommt es aus seinem Laufrhythmus und muss sein Gleichgewicht ausbalancieren. Dieses Spiel ist wunderbar für das Baby, indem das Baby sein Gleichgewichtssinn trainiert und trainiert die Verlagerung vom Gleichgewicht, indem er seinen Rhythmus, seinen Laufrhythmus immer wieder verändert. Dieses Spiel kennt ihr bereits aus dem vorherigen PKIP-Video. Für dieses Spiel bräuchtet ihr lange, niedrige, schmale Hindernisse, zum Beispiel Besenstiel, Staubsaugerschlauch, ein längs gerolltes Handtuch, ein Regenschirm und so weiter. Fürs Baby ist es ganz neu, eine kleine Stufe übersteigen zu können. Das ist gar nicht so einfach. Wenn das Baby das Hindernis überwinden will, muss er sein Bein höher anziehen als beim normalen Gehen. Das Laufen gerät ins Ungleichgewicht. Deswegen sucht euer Baby vielleicht bei den ersten Versuchen eure Hand. In dem vorherigen Video habe ich das gezeigt, indem ich das Baby an der Hand geführt habe. Nun versucht es Andreas selbstständig zu machen, indem er seine Beine etwas höher anzieht und versucht, über die Hindernisse zu gehen. Dieses Spiel mag er besonders. Für dieses Spiel bräuchtet ihr ein großes oder leichtes Spielzeug, etwa einen Wasserball oder einen großen Teddy. In diesem Spiel lernt euer Baby, große Dinge zu tragen. Sobald das Baby anfängt zu laufen, braucht er neue Herausforderungen und oft werdet ihr beobachten, wie die Babys verschiedene große Objekte tragen wollen, die eigentlich gar nicht so einfach für die sind und vielleicht vom Gewicht her auch nicht passend sind. In Montessori gibt es sogar einen Begriff dazu und das heißt Maximum Effort.
Bietet eurem Baby diese großen Gegenstände, zum Beispiel einen großen Teddy, an und fragt euer Kind, das Spielzeug zu euch zu tragen. Euer Kind wird begeistert das Spielzeug holen und vielleicht zu euch tragen. Für dieses Spiel benötigt ihr eine saubere Fußmatte, ein Fell, einen weichen Badvorleger, eine Luftmatratze oder ähnliches. Das Baby lernt auf verschiedenen Untergründen sicher zu laufen. Ich empfehle, sobald die Babys anfangen zu laufen, die Babys erstmal barfuß laufen lassen. So können sie den Untergrund besser ertasten und das Gleichgewicht besser ausbalancieren. Legt den oben genannten Laufsteg auf den Boden. Auf der wackeligen Luftmatratze läuft das Baby sicher ganz anders als beispielsweise auf dem kuscheligen Fell oder auf der Fußmatte. Das Baby probiert verschiedene Böden begeistert aus und wird dabei immer sicherer. Lasst euer Kind auch draußen vielfältige Fußerfahrungen machen. Auf Gras, auf Sand oder Steinchen barfuß laufen macht Spaß, bietet neue Sinneserfahrungen und fördert das sichere Laufen. Je mehr, je unterschiedlicher die Untergründe sind, umso besser für Babys Füße. Für dieses Spiel braucht ihr ein Spielzeug zum Ziehen. Wenn euer Kind im Laufen schon Sachen vor sich her schiebt, hier seht ihr auf diesem Video, wie Andreas den Stuhl vor sich her schiebt, aber er hat auch andere Sachen immer vor sich her geschoben, wie zum Beispiel sein Lauflernwägelchen. Nun könnt ihr ausprobieren, dem Kind ein Spielzeug zum Ziehen zu geben. Das Baby oder das Kleinkind läuft und schaut dabei nach hinten und versucht sein Gleichgewicht somit zu halten. Gebt eurem Baby die Schnur und schaut, was passiert. Eigentlich ist das Baby daran gewöhnt, in die Richtung zu schauen, in die es läuft. Jetzt will es eigentlich das Spielzeug hinter sich beobachten, während es vorwärts läuft. Das ist gar nicht so leicht. Anfangs laufen die Kinder breitbeinig, um ihr Gleichgewicht besser zu halten. Mit diesem Spiel lernt euer Kind, seine Lauftechnik zu verfeinern und nicht so breitbeinig zu laufen. Für Anfänger bräuchtet ihr einen langen Papierstreifen. Später kann man auch ein Bügelbrett benutzen oder eine zusammengefaltete Decke. Wenn euer Kind Spaß hat, auf diesem Laufsteg zu laufen, bietet eurem Kind auch nun einen schmaleren Steg als eine neue Herausforderung an. Für dieses Spiel bräuchtet ihr eine Matratze, eine unterste Treppenstufe oder einen Kinderstuhl. In diesem Spiel lernt das Baby sich rückwärts hinsetzen in zwei Lernschritten. Zeigt eurem Kind die Matratze und ermuntert es, sich hinzusetzen. Das Baby dreht sich um und setzt sich vorsichtig hin. Bei der breiten Fläche ist die Trefferquote recht hoch. Nun versucht eurem Kind eine Herausforderung anzubieten. Bietet eurem Kind einen Stuhl, das kann man auch vor einem kleinen Sofatisch anbieten. Das Kind hält sich an der Tischkante fest und setzt sich mit Seitwärtsschritten hin. Der Po muss die kleine Fläche treffen. Viele Kinder landen anfangs auf dem Boden. Die gezeigten Übungen machen viele Kinder eigentlich bereits intuitiv. Wenn das Kind plötzlich irgendeinen Ball auf dem Boden sieht, wird es natürlich auch versuchen, den Ball zu kicken. Oder es wird versucht, sich selbstständig hinzusetzen und so weiter. Also die Kinder machen das bereits intuitiv in ihrer Entwicklung. Aber du kannst es auch ein bisschen unterstützen, indem du das etwas in diese Richtung lenkst und einfach Zeit mit deinem Baby verbringst. Eigentlich ist es bereits ein Kleinkind.
Gratuliere dir herzlich zu deinem Kleinkind. Ich hoffe, die Übungen waren hilfreich. Schreib mir in den Kommentaren. Und ich würde mich auch freuen über andere Anregungen, was PGIP angeht. Vielleicht hast du noch irgendwelche Fragen zu PGIP-Konzept. Das würde ich gerne beantworten in einem Video. Falls du neue Anregungen hast, schreib mir das unbedingt in den Kommentaren. Ich freue mich, dich in dem nächsten Video zu sehen. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!